Ja, moin, moin Leute, euer Enrico hier und herzlich willkommen zurück bei Fallout New Vegas. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin, Alter. Wir wollen ein paar Sachen verkaufen. Wo machen wir das am besten? Bei den Waffenschiebern können wir Waffen, Sachen verkaufen. Waffen verkaufen vor allem. Danach schicken wir Meister da hinten los. Reden nicht, sind wir gar nicht. Hier, runter. Soll mir recht sein. Huch. Jojojo, hast du, kriegst du. Soll mir recht sein. Hauptsache, er will sein Barett zurück. Da kriegst du ja den Charisma auch noch. Hopp, komm schnell hinter. Willkommen, Sir oder Madam. Möchten Sie etwas jetzt kaufen? Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Ich bin bereit für eine Transaktion. Das wird verkauft. Die Schrotflinte kommt weg. Zielgewehr behalte ich erstmal. Weg damit. Plasmagewehr weg. Splittergranate weg. Und gleich schon mal wieder. Eins kann weg. Jetzt kann man noch reparieren. Lesebrille weg. Weg. Sonnenbrille. Packen wir nochmal Strahlenschutzanzug weg. Seltener Teil weg. So, jetzt geht's hier ans Bier. Buff out. Fallobst. Fixer. Ne, nicht Wichser, sondern Fixer. Neuen Jet. Weg damit. Medex. Mentats. Psycho. Lunch. Ruhige Hand. Das wollen wir. Turbo weg. Wein, Whisky, Wodka weg. Ah, die gezinkten Karten. Die behalten wir. Das alles weg. Einfach alles weg hier. Leere Spritze. Was sollen wir denn damit, ey? Oh. Er hat kein Geld mehr. Waffen. Jagdgewehr. Nee, Jagdgewehr nicht. Panzerbüchse. Die will ich. Ja, die wollte ich haben. Die will ich nicht mehr. Weg damit. Gut, 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 gut. Dann kaufen wir halt nur ein bisschen was. 10 mm. So, das müsste erstmal reichen. Kopfgeld und Wonderglue. Die Rakete brauchen wir zum Beispiel nicht. Lieber 20, 12. Diese Flammendinger brauchen wir nicht. 5 ist für die Minigun. Das hier könnten wir vielleicht gebrauchen, das weiß ich gar nicht. Das ist für den Granatwerfer. Okay. Das reicht erstmal. So, ich muss die leider wegschicken. Auf Abstand gehen. Nein, bleib doch hier jetzt. Nicht du! Ausloggen. Reden. Das so, ich muss leider sagen, dass wir unsere Wege jetzt erstmal für eine Weile trennen. Meine ich? Wenn Sie meinen. Ja, wir treffen uns dann im Lucky 38. Dann mach, jo, ich mach mich das. Mal auf die Socken. Weil ich möchte ganz gerne. Jetzt nämlich die andere mitnehmen da. Oh, da oben. Veronica heißt sie, glaube ich, ne? Veronica.
Sie konnten nach dem ersten Gespräch mit mir einfach nicht genug. Ja, komm mit. Was? Gut. Ich habe gehofft, dass Sie es sich überlegen. Sollen wie gesagt, wir? Komm mit. Jetzt komm mit. Das ist doch mal ein Wort. Sie sollten jedoch vorher was wissen. Ich habe Sie über die Bruderschaft ausgefragt, weil ich eine von Ihnen bin. Ich weiß. Aber ich musste wissen, wie Sie reagieren würden, wenn ich Ihnen das sage. Wir haben uns eine Menge Feinde gemacht. Wollen Sie mich immer noch mitnehmen? Ja, die Sache gefällt mir jetzt deutlich besser, weil ich weiß, dass Sie ausgebildet sind. Ich bin sehr gut darin, Leute zu vermöbeln. Kein Witz, das ist eine Gabe. Naja, danke dafür, dass Sie einem naiven jungen Mädchen aus Kalifornien mit leuchtenden Augen und einem pneumatischen Handschuh eine Chance geben. Machen Klar. wir uns mal auf den Weg, was? Da du ja zu den Bruderschaftsleuten gehörst, gehen wir einfach mal dahin, würde ich sagen. Da wollten wir schon mal hin. Da bin ich beliebt. Ranger Station. Nee, warte mal. Da ist Hidden Valley. Ich kann während des Sprungs nicht schnell reisen. Mann. Wie hat sich diese Nee. Ich sag nichts mehr dazu. Wie hat sich diese blöde Scheiße jetzt gedacht, Alter. Huch! Oh, schön, dass wir hier gegen den. Neben den Feldschiff bauen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal Rinder. Rinder, mach mal Rinder. Hidden Valley Bunker. Cool, jetzt macht sie das für uns. War mir schon irgendwie klar. Ich hätte gern einen großen Atomic Shake und einen doppelten Brahmin Burger. Und diesmal bitte mit weniger Agavensoße. Wir haben dir ein Passwort gegeben, Veronica. Es ist zu deiner Sicherheit. Ich weiß, wo du wohnst, Ramos. Mach auf. Um Himmels Willen, ich mach ja schon auf. Willkommen zurück. Ich weiß, wo du wohnst. Das ist schön. Was halten Sie von Mr. House? Hat mich überrascht, dass er nur diese beiden Roboter-Sexsklaven hat. Ja. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Komm mit jetzt. Es gibt zwei Varianten hier reinzukommen. Einmal die Variante, dass man oben das Schloss knackt und einmal die Variante, dass man halt mit ihr hierher kommt. Wollte ich nochmal gesagt haben. Aufgepasst, ich bin hier für die Sicherheit verantwortlich und muss sagen, dass ich nicht sehr glücklich bin, einen Außenseiter herumtanzen zu haben. Aber da Sie mit Veronica gekommen sind, kann ich die Zügel wohl etwas lockern. Benehmen Sie sich, es gibt keine Probleme, ja? Oh, und der Älteste wird mit Ihnen sprechen wollen. Er ist auf der zweiten Ebene. Halten Sie sich dort unten, dann rechts. Mein Büro ist hier, falls Sie etwas benötigen. Fragen Sie einfach nach Ramos. Du? Sie sehen gut aus, Red. Oh, hallo. Kann ich Sie sind also der Sicherheitschef. Genau. Ihr geht nichts ohne mein Wissen rein oder wie genau raus. Sehen die Regeln bezüglich Betreten und Verlassen aus? Während der Abregelung darf nur wichtiges Personal kommen oder gehen. Dazu gehören Nachschubboten und Hochsicherheitspatrouillen. Alle anderen müssen hier drin bleiben. Und wer zum Zeitpunkt der Abregelung draußen war, darf nicht mehr zurückgehen. Ich hätte andere Fragen. Auf Wiedersehen. Ist mir recht. Tschüss. Tschüss. Amos. Selber fähig, meine. Mach auf. So, wo ist denn daran? Rechtzeiten hat er gesagt. Okay. Wo rennst du hin? Achso, ich wollte schon sagen. Hier ist nichts los. Ja, irgendjemand, mit dem ich sammeln könnte? Anwärter. An den Bunker. Tut mir leid, okay. Aber ich bin gerade beschäftigt. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Rechts hat er gesagt, ne? Muss ich denn hier durch oder was? Ne? Nochmal rechts? Ach ja, hier. Moin. Sie waren doch draußen. Jagt uns die RNK wirklich immer noch. Dein Lebensretter. Ich wurde letztens. Als Paladin Ramos mir berichtete, dass sich Veronica mit einem Außenseiter im Schlepptau nähert, wusste ich nicht, was ich sagen sollte.
Aber nachdem ich es überdacht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ein Außenseiter mir momentan nützlich sein könnte. Doch ich werde sie nicht zwingen, uns zu helfen. Wenn sie ablehnen, dürfen sie gehen. Aber Veronica ist weiter für sie verantwortlich. Was sagen Sie dazu, Außenseiter? Sind Sie bereit, uns zu helfen? Dann lassen Sie mich die Lage erklären. Dieser Bunker ist derzeit abgeriegelt und niemand darf hinein oder heraus. Sie sind eine der seltenen Ausnahmen. In seltenen Fällen werden Teams entsandt, um Orte zu untersuchen oder Materialien zu bergen, die zu wichtig sind, als dass man sie ignorieren könnte. Drei solcher Teams sind unlängst verschwunden und ihr Verschwinden wurde verschwiegen behandelt, um keine unangemessene Sorge zu verbreiten. Um den Frieden zu wahren und den Vorgaben der Abriegelung zu entsprechen, muss ich jemand anderen schicken, um herauszufinden, was passiert ist. Okay, ich werde sofort mit der Suche beginnen. Ich bin froh, dass wir auf Sie zählen können. Noch etwas. Es gibt Holobänder mit den Einsatzbeschreibungen der Patrouillen. So können Sie sie finden. Die Abschirmung des Bunkers verhindert, dass wir sie aktiv verfolgen können. Aber Ihre Positionen sollten an der Oberfläche auf Ihrer Karte erscheinen. Sollten sich unsere Befürchtungen bewahrheiten, bringen Sie bitte die drei Holobänder der Patrouillen mit. Ansonsten holen Sie unsere Brüder heim. Ich habe Befehl gegeben, Ihnen den Zugang zu der Ausrüstung zu gestatten, die unsere Späher und Patrouillen über die Jahre hinweg gesammelt haben. Gesperrte Ausrüstung dürfen Sie nicht erwerben, aber hoffentlich erweist sich das Verfügbare trotzdem als nützlich für Sie. Ich bin dringend verletzt und sie hat mich besser. Wolltest du mit denen sammeln hier? Oder nicht? Gut. Nellis Air Force Base finden Sie. Sie sind also der Außenseiter, der sich hier frei bewegen darf. In der Not frisst der Teufel Fliegen, nehme ich an. Mein Name ist Harden. Ich bin der oberste Paladin dieses Verbandes und ich denke, wir können einander helfen. Ich weiß nicht, worüber Sie mit dem Ältesten gesprochen haben, aber glauben Sie mir, der Verband hat Probleme und er ist das Zentrum dieser Probleme. Würden Sie sich anhören, was ich zu sagen habe? Schießen Sie los. Wie Sie vielleicht bereits gehört haben, gilt für die gesamte Basis eine Abriegelung. Niemand verlässt sie, mit Ausnahme kleiner Patrouillen nachts. Der Großteil des Verbandes ist seit Jahren hier drin und die wenigen, die zu Beginn der Abriegelung draußen waren, durften nicht zurückkehren. Die Moral ist mit der Zeit stark gesunken und viele unserer derzeitigen Paladine kennen keine Gefechte außerhalb von Simulatoren. Und all das, weil der Älteste ausdrücklich befohlen hat, dass niemand hinein oder hinaus darf. Das wird sich nur durch einen neuen Ältesten ändern. Und wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich habe unsere Aufzeichnungen dutzende Male nach einem Präzedenzfall der Enthebung eines Ältesten durchforstet. Ohne Ergebnis. Diejenigen, die wissen könnten, wie so etwas abläuft, sind gleichzeitig die größten Anhänger McNamaras. Also weigern sie sich, mir zu helfen. Deshalb haben wir dieses Gespräch. Es würde weniger verdächtig sein, wenn ein Außenseiter wie Sie Fragen zu diesem Thema stellt. Der Älteste Aufgaben für sie hat, werden seine Getreuen sie nicht verdächtigen und sie haben Zugang zum Ältesten selbst. Kurz gesagt, sie sind in der perfekten Position, mir zu helfen. Werden sie zumindest mal sehen, was ich tun kann. Das muss reichen. Sie sollten zuerst mit Ramos sprechen. Als Sicherheitschef kennt er unsere Protokolle besser als jeder andere hier. Sie könnten auch in unserem Datenspeicher suchen. Allerdings habe ich gehört, dass der gelehrte Ibsen da wohl ein paar Probleme mit dem Zugriff hat. Und falls McNamara Ihnen Aufgaben überträgt, wäre es gut, wenn Sie mich darüber auf dem Laufenden hielten. Berichten Sie mir über alles, was Sie finden. Dann sehen wir schon, wie es weitergeht. Okay. Gucken wir uns das mal um. Pardon? Typ E, Diagnose beendet. Beginn der Aufzeichnung. Ich bin Whitley, Forscher auf der Adams Air Force Base. Ach, bis vor kurzem war ich Leiter des Duraframe-Verstärkungsprojekts für Kampfversion Augenbots. Ah ja, was ist das denn? Der Augenbot iBot Duraframe Typ E ist sowohl Prototyp als auch letztes funktionsfähiges Modell dieser Testreihe. Er wurde für zahlreiche wichtige Upgrades vorbereitet. Da das Projekt gestrichen wurde und alle Duraframe-Mittel in die Höllenfeuerrüstung fließen, schicke ich dieses Modell zum Navarro-Außenposten zurück. Falls Sie dieses Log in einem unserer Enklave-Außenposten in Chicago abhören, dann reparieren Sie diese Einheit, damit sie weiter nach Navarro kann. Von damals. Moin. Huch, wer ist denn? Ah. Schauen Sie, das ist Ach, was soll's, wir machen ohnehin kaum Fortschritte. Ich bin Ibsen und ich hoffe, Ihr Tag stimmt wird besser nicht als der meine.
Ja, ich bin dafür verantwortlich, dass das Datensystem läuft. Aber der Zugriff gestaltet sich derzeit ein wenig... Warum das denn? ...kompliziert. Eine unserer Erkundungspatrouillen, als wir noch welche hatten, hat eine Datendisk in einer Ödlandruine gefunden. Irgendwann wollten wir das Ding katalogisieren und wurden direkt nach dem Laden aus dem Datenspeicher gesperrt. Das verdammte Teil hatte einen Virus. Warum gibt es keine Patrouillen mehr? Oh, es gibt Patrouillen. Nur nicht zur Erkundung. Wir befinden uns seit, einer ganzen Weile in einer Abriegelung. Jetzt kommt man nur noch als Wachdienst an die Oberfläche oder um Vorräte zu sammeln. Ansonsten gibt es nur noch Stahlwände und Kunstlicht. Schrecklich. Nee, so schlimm ist es nicht. Die Außenwelt ist auch kein wahres Paradies. Trotzdem kann man aufbereitete Luft nicht ewig atmen. Hier gibt es mehr als ein paar Leute, die langsam Lagerkoller bekommen. Was hatten Sie von Hardens Versuch, McNamara als Ältesten loszuwerden? Ich habe gerade keine Zeit für Unfug wie Politik. Im Moment möchte ich vor allem diesen verdammten Datenspeicher wieder zum Laufen kriegen. Welche Informationen befinden sich im Datenspeicher? Oh, alles Mögliche. Informationen über Grundriss und Systeme des Bunkers waren bereits vorhanden, aber wir haben auch eigene Daten hinzugefügt. Vor der Abriegelung haben wir die Umgebung umfassend erkundet und Dossiers über interessante Orte in der Nähe erstellt. Ja? Hatten Sie einen hilfreichen Geistesblitz? Es kann wohl nicht schaden, wenn sich das nochmal jemand ansieht. Vielleicht fällt Ihnen ja etwas Neues dazu ein. Auch wenn das ganze System infiziert ist, befindet sich der Virus selbst nur auf 3 Terminals. Leider bewegt er sich regelmäßig weiter. Wir haben ihn auf 1 Terminal oder 2 festgenagelt. Und schon sprang er auf andere Terminals über, bevor wir das dritte gefunden haben. Was muss ich machen? Sie müssen ihn innerhalb einer Minute auf 3 verschiedenen Terminals in diesem Bereich finden. Sonst springt er weiter und Sie müssen neu anfangen. Es wäre wahrscheinlich fast unmöglich, den Virus zu finden. Aber sein angeberischer kleiner Verfasser hat es uns ein wenig einfacher gemacht. In der Regel zeigen infizierte Terminals nur Müll an, aber wir entdeckten, dass einige Terminals, auf denen der Virus war, Daten empfangen hatten. Wir konnten diese Daten entschlüsseln und stellten fest, dass es nur Nachrichten des Verfassers waren, die seine Opfer verspotteten. Wenn Sie Terminals mit diesen Nachrichten finden, sperren Sie sie und machen Sie weiter. Finden Sie 3, bevor der Virus springt und wir gewinnen. Dann viel Glück. Ich gebe den anderen mal eine Pause, damit sie ihnen nicht im Weg stehen. Oh, und ich sage ihnen, wann der Virus weiterspringt. Warten sie auf mein Signal, bevor sie anfangen, damit sie die bestmöglichen Chancen haben. Da bin ich. Stehe ich ran da. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich anfangen? Der Virus ist gerade übergesprungen. Finden Sie heraus, okay, auf welchen... auf Datenspeicher zu greifen. Terminals er jetzt ist. Okay. Ich glaube da auf den Terminals, wo man nicht auf den Datenspeicher zugreifen kann, da ist er drauf. Ah, genau. Die Situation. Bearbeiten Sie sich mal nicht, Ibsen. Ja, ja. Einen habe ich. Oh Mist. 10 Sekunden. 10 Sekunden, das wird eng. Da muss man sich erst mal gewöhnen, was? Oh, ne. Geschafft. Jo. Das war's. Wir haben ihn. Der Virus wurde beseitigt. Sie haben es tatsächlich geschafft. Entschuldigen Sie, aber ich hätte nicht geglaubt, dass Sie das auch nur ansatzweise hinbekommen würden. Aber da freut es mich zur Abwechslung einmal, dass ich mich geirrt habe. Danke sehr. Sie dürfen natürlich jederzeit auf den Datenspeicher zugreifen. Ich kann Ihnen nur Zugriff auf Themen geben, die nicht geheim sind. Aber jetzt, besser wo der als Datenspeicher nichts, wild ist, was halten Sie von Hardens Versuch, Ältester zu werden? Ich kann verstehen, dass der Mann angesichts der aktuellen Lage frustriert ist. Er übernimmt gerne Verantwortung, steht nur ungerne untätig herum. Ich wünsche mir selbst oft, dass wir diese andauernde Starre endlich beenden können. Wie erhalte und ich Zugriff zum zusätzlichen Themen im Datenspeicher? Ein leitendes Mitglied des Verbandes muss die Themen für Sie freischalten.
Ich habe ihnen Zugriff erteilt, so gut ich kann, aber viel ist das nicht. Für die meisten Themen ist Ramus zuständig, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Viel Spaß dabei, ihn zu überreden. Bei anderen leitenden Mitgliedern könnten Sie mehr Glück haben. Sprechen Sie mit ihnen darüber. Tschüss. Tschüss. Gut, dann kicken wir mal rein hier, ne? Auf Datenspeicher zugreifen. Bunkerinformationen. Hidden Valley. Das Ziel des Projekts Hidden Valley ist, dass ein autarken Schutzbunker für hochrangige VIPs zu erschaffen, der in Krisenzeiten als Kommandozentrale genutzt werden kann. Der Bunker selbst liegt mehrere hundert Fuß unter der Oberfläche. Mehrere Schichten versteckte Materials verhindern, dass die bewohnbaren Innenbereich von irgendwas anderem als einen direkten Treffer durch Bunkerbrechern im Megatonnenbereich gefährdet werden könne, wozu derzeit keine von amerikanischen engsten Konkurrenten in der Lage sein sollte. Und wenn unsere Gegner doch zu einem solchen Angriff fähig werden sollten, macht das Devish-Tarnsystem den Bunker für den automatischen System unfassbar, sodass der Aggressor auf Schätzungen und Glück verlassen muss. Systemüberblick: Der Bunker von Hidden Valley verlässt sich auf zwei Systeme. Das Candle-Fusionsenergiesystem versorgt alle Bunkersysteme mit Energie, da es eher für Zuverlässigkeit und Einsatzdauer konzipiert wurde, wird es in Sachen Leistungsausstoß von vielen aktuellen Entwürfen übertroffen, kann den Bunker aber für geschätzte 752 Jahre mit Energie versorgen. Das Devush-Tarnsystem liefert optische und und Interferenz, damit Flug- und Langstreckenwaffen den Bunker nicht erfassen können. Das normale Erdreich um Hidden Valley wurde mit einer Kombination aus Aluminium und diversen Silikaten versetzt und mit einem weit gestreuten Netz von Ventilatoren verteilt, um praktisch eine Wand aus Stoßkörpern zu bilden. In Verbindung mit den elektrischen Gegenmaßnahmen der Senderanlage am Black Mountain kann der Bunker in Hidden Valley praktisch nicht als Ziel erfasst werden. So, ja. Hallo. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Fallout New Vegas oder einem anderen Projekt auf meinem Kanal. Tschüss.